Hallo und herzlich willkommen zu Pandoras Flirt-Tipp. Mein Name ist Petra Fürst, ich bin Beziehungscoach und die Gründerin von newsocialdynamics.de. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich mein letztes Video aufgenommen habe. Der Grund dafür ist, dass in der Zwischenzeit meine zweite Tochter geboren ist. Das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt ein bisschen anders ausschaue als in den Videos davor, also ungefähr 10 Kilo schwerer. Aber macht nichts. So, Flirt-Tipp des Tages. Ich werde oft gefragt, wie komme ich mit meinem Schwarm oder mit meinem Traummann ins Gespräch? Sei es in der Schule, an der Uni, im Büro, im privaten Kontext. Wie komme ich mit dem ins Gespräch? Wir sehen uns zwar, aber ich traue mich nicht wirklich. So, es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, du nutzt einfach deine Körpersprache aus. Das heißt, du bringst ihn dazu, dass er dich anspricht. Und dazu musst du dem Mann auch die entsprechenden Signale geben. Signale durch den Augenkontakt. Der Augenkontakt ist enorm wichtig. Das männliche Gehirn reagiert auf Augenkontakt. Wenn du nie hinschaust, und die meisten Frauen, wenn sie nervös sind, drehen sich automatisch von dem Mann weg, der ihnen gefällt, dann wird derjenige immer denken, du hast kein Interesse in ihm. Also schau ihm direkt in die Augen, kurz für 2-3 Sekunden, wenn du nervös bist, dann schau nicht in seine Augen, sondern schau auf diesen Punkt hier in der Mitte. Das macht es leichter, weil dann kriegst du nicht den Blick direkt zurück in deine Augen. Also schau auf diesen Punkt hier, zähl mit, 1, 2, 3, lächle und schau wieder weg. Und wiederhole das 2-3 Mal. Und es gibt schüchterne Männer, gerade wenn sie jung sind. Also wenn du jetzt noch in der Schule bist und an der Uni bist, kann sein, dass die sehr schüchtern sind, dann musst du das öfter wiederholen. Ja? Aber wenn du 10 Mal bei dem vorbeigegangen bist und du hast das jedes Mal gemacht, spätestens beim 10. Mal kapiert es auch der langsamste oder schüchternste Junge oder junge Mann. Ja? Im Beruf, an der Uni, ist die zweite Möglichkeit, was sich auch anbietet, ist, such irgendeinen Vorwand. Aus meinen Uni-Zeiten kann ich nur berichten, ein super Trick ist es immer, du, Entschuldigung, du bist ja auch in der Vorlesung beim Professor, sowieso hast du das Skript und ich möchte mir das gern kopieren. Oder man setzt sich zufällig daneben hin im Hörsaal oder dahinter oder davor. Dann kann man sich umdrehen und fragen, Entschuldige, kannst du mir einen Bleistift borgen? Oder was hat der Professor jetzt gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Kann ich das von dir abschreiben? Das ist an der Uni, bietet sich das immer perfekt an. In der Schule ähnlich, such etwas, wo es vielleicht eine Gemeinsamkeit gibt, wo man ihn ansprechen kann. Vielleicht kennst du jemanden aus seiner Klasse und wenn du mal vorbeigehst, dann kannst du sagen, hey, du bist in derselben Klasse wie mein Nachbar, so ein Zufall, bla bla, und fang einfach ein Gespräch an. Oder dritte Möglichkeit, finde jemanden, der euch beide kennt und euch vorstellen kann. Such dir einen Verbündeten. Wenn du niemanden findest, der euch beide kennt, vielleicht hast du eine mutige Freundin, die dir helfen will. Dann geht sie mit dieser Freundin los und die Freundin soll einfach ein Gespräch mit ihm anfangen über irgendetwas. Und es finden sich immer Möglichkeiten, man nimmt einfach was, was gerade aktuell passiert. So, okay, das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ganz wichtig ist es, dass du etwas tust. Ja, umso länger du wartest, umso schwieriger wird es auch für dich, weil du wirst immer nervöser. Wenn du jetzt drei Monate lang nichts machst, ja, dann baut sich das Ganze in deinem Kopf so auf, dass du nach 3 Monaten wahrscheinlich mit den Nerven fertig bist. Also mach's gleich. Was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Worst Case Szenario ist, dass er einfach kein Interesse an dir hat. Okay, aber dann weißt du es und dann kannst du dich von dem lösen und auf etwas Neues konzentrieren. Gut, und Best-Case-Szenario ist, dass ihr, weiß ich nicht, vielleicht schon nächstes Wochenende gemeinsam unterwegs seid. Gut, ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du mehr wissen willst, bitte geh auf meine Webseite www.newsocialdynamics.de und dort kannst du dich anmelden für den kostenlosen Newsletter.
Und in diesem Newsletter, du bekommst zu Beginn ein tolles Hypnose-Video für mehr Attraktivität, zwei E-Books, ganz speziell über Flirten und wie finde ich den Traummann. Und dann bekommst du regelmäßig von mir Newsletter, Tipps, Informationen, alles zum Thema Flirten, Traummann finden, Ex zurück, wie auch immer. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick hier auf Like, teile es mit deinen Freunden und hinterlass mir einen Kommentar. Gut, alles Liebe und bis bald. Ciao!